Weiter geht's mit Cities Skylines und mit DLC City. Wer nicht weiß, was das für ein Projekt ist, guck mal in der Videobeschreibung, da ist eine kleine Beschreibung und ein Link zur Playlist. Wir machen heute weiter mit unserem Snowfall DLC, deswegen bewertet den Part und viel Spaß. Beziehungsweise machen wir weiter in dem Snowfall Distrikt, der ist ja auch noch relativ groß und da habe ich etwas vor, da habe ich eine Modifikation installiert. Und zwar kann man mit dieser Modifikation, Link dazu in der Videobeschreibung, einzelne Stadtteile mit anderen Themes bauen lassen. Und da habe ich das Modderpack 5. Das ist ein total blöder Name, aber das ist Modern City Center, heißt das Ganze. Und das lassen wir jetzt da drin aktivieren. Da werden natürlich jetzt ein paar Gebäude. Das lädt nicht so wie erwartet. Ich bin gespannt, vielleicht geht es auch nicht so gut. Aber rein theoretisch sollte das funktionieren. Erlaube Buildings, die nicht in irgendeinem Theme sind. Na, wir gucken mal. Wir gucken, was passiert. Gerade passiert noch nichts. Das ist hauptsächlich für die Gewerbegebiete interessant. Das werden dann so... Ja, wie nennt man das? Modern City Center, das wären dann so Gebäude, die so wie bei uns, wo dann eine Glasfront ist, mehr oder weniger, oder eine Front und 1000 Geschäfte drin sind. So soll es dann nachher aussehen, so wenn alles klappt. Das ist von Sunset Harbor. Ich weiß nicht, ob wir den umziehen lassen, weil der passt da echt ganz gut rein. Aber von der Regel her müsste der eigentlich raus, weil das ein Sunset Harbor Bahnhof ist. Und dann müsste man, glaube ich, hier so einen anderen Knotenpunkt nehmen, weil das ist, glaube ich... Genau, Train Stations Content Creator Pack, das haben wir gesagt, das werden wir überall einbauen, weil das halt ein Content Creator Pack ist. Das ist, glaube ich, ganz geil so. Historischer Bahnhof müsste von, genau, von einem Seaside Resort sein. Das macht ja hier auch keinen Sinn. Da müsste man dann mal gucken, welcher hier ganz gut reinpasst. Ob wir auch noch einen Bahnhof haben, der dann Zug und U-Bahn hat. Ich weiß nicht, welcher war der hier. Ah ne, das war der große. Großer Bahnhof. Der ist vielleicht ein bisschen zu groß. Das ist der Monorail-Knoten. Großer Bahnhof. Aber ich mag das mit den Zügen super gerne, weil U-Bahn, klar, das funktioniert auch klasse. Aber ich finde, wenn man so mehrere Straßen oder mehrere Bahnsysteme hat, finde ich das echt cool. So auch wie es hier alleine schon aussieht mit der Schiene. Super geil gemacht. Okay. Wir beginnen mit dem hier. Ich glaube, das funktioniert gar nicht mit dem Modern City Center. Vielleicht nach einem Neustart oder so. Ich hoffe. Wohngebiete am Rand. Bis zur Brücke. Da machen wir jetzt nochmal ein paar kleine Geschäfte. Damit der Traffic da nicht so hoch ist. Das ist der Plan eigentlich dahinter. Hier können wir nachher noch ein paar Wege reinmachen. Und an sich ist, also klar, es ähnelt hier gerade sehr viel dem einen oder dem anderen. Weil das ist nun mal so der Baustil der Stadt. So ein bisschen. Klar, manche Bereiche sehen ein bisschen anders aus. Aber im Großen und Ganzen ähnelt sich hier schon vieles. Was ich jetzt aber nicht so schlimm finde. Weil ich finde, es kommt nachher auf das Gesamtbild an von der Stadt. Und das finde ich eigentlich ganz cool soweit. So, das kommt dahin. Hier könnte man echt noch ein paar Gewerbegebiete hin. Also hier kommen Gewerbegebiete auf jeden Fall hin. Vielleicht hier noch so ein... Ah, guck mal, hier ist sogar schon ein Weg. Brauchen auch noch Campus, die jetzt ist noch gar nicht drin, ne? Wo soll das denn hin? Und ein Park fehlt auch noch. Oh mein Gott. Da müssen wir ja mal noch richtig Gas geben. Vielleicht ist das Snowfall, ist der Snowfall-Bereich auch viel zu groß gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das werden wir noch herausfinden. Oh, der Picker ist so cool. Warte. Ja? Nein? Bauen! Ja! Bau die Straße. Einen daneben. Hier. Machen wir bis dahin. Das ziehen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Alt gedrückt halten, dann bleibt es dann bleibt es gerade. Man sieht diesen grünen Strich gerade auf der Straße von Moovit. Wenn ihr alt gedrückt halt, dann habt ihr den, ansonsten nicht. Und dann habt ihr das auch hundertprozentig gerade. Richtig gutes Ding, danke für den Tipp, Leute. Finde ich auch immer so schön, so
ich lerne halt mit jedem Projekt halt immer was dazu. Und wer sich jetzt denkt so, oh ja, geil, ich würde aber trotzdem gerne mal ein anderes Projekt sehen, der guckt mal, jetzt kommt es nämlich, in die Videobeschreibung, nein, gar nicht, auf meinem Kanal. Und da gibt es so einen Reiter, der heißt Playlist. Und da sind super viele Playlisten drin. Und da auf jeden Fall mal reingucken. Weil jemand hat sich auch gewünscht, dass ich mal eine Schneestadt baue, weil ich sowas ja noch nie gebaut habe. Aber diese Schneestadt befindet sich genau da, wo ich gerade erklärt habe. Aber ich mache niemanden Vorwurf, wer da nicht reinguckt oder so, wer das nicht auf dem Schirm hat. Alles klar, alles klar, alles gut. Deswegen ja der Hinweis, ne? Und auch wenn ich mich oft wiederhole oder auch in meinem Minecraft-Let's Play, wenn ich sage, Silicon ist Silizium und kein Silikon, man sagt es relativ häufig, weil ja auch immer neue Leute dazukommen. Deswegen herzlich willkommen nochmal an alle neuen Leute. Solltet ihr diesen Kanal frisch entdeckt haben, dann stellt euch gerne kurz vor. So. Dann brauchen wir jetzt ein Snowfall DLC. Park und Plätze. Da ist das. Oh, guckt es euch an. Obwohl das echt immer kacke aussieht, weil da kein Schnee drauf ist, ne? Hier, ein Curling Park. Ohne Eis. Wie sieht das denn dann aus? Obwohl die Bahnen sind ja einfach so glatt, ne? Trotzdem halt. Ein Langlaufpark. Oh, wie schön ist der denn? Ja, Snowfall DLC werden wir ein bisschen kürzen. Das ist echt zu weit. Eindeutig zu weitläufig, unser Snowfall DLC. Da kann man lieber das hier so ein bisschen einkürzen und hier noch einen richtig schönen Wald machen. Vielleicht noch einen kleinen Berg, der da drauf sitzt. Ah, ne, geht. Die Bahnen sind trotzdem hell, aber drumherum ist halt kein Schnee, ne? Ah, ich weiß ja nicht. Ich glaube, da fährt unsere Straßenbahn rum. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Straßenbahnmöglichkeiten geben. Oh, guck mal, einfach so machen. Oh, wir suchen gar keine Straßen mehr. Das geht mir viel zu schnell. Alle. Nee, warte. Machen wir da. Ne, da machen wir keine Straßenbahn, oder? Obwohl man könnte dann da an der Stelle drehen lassen. Wenn man nur zum Curling Park möchte. Oder auch nicht. Fährt man eine kleine Runde. Machen wir von hier an. Ja, chillig. So, dann nehmen wir direkt mal noch eine Straßenbahn. Ah ja, stimmt, ich kann ja einfach jetzt auf diesen Schienen Haltestellen verteilen. Das ist ja super cool. Was ist das jetzt? Ah, wollte schon sagen. Ah, weil ich die neue Straße gebaut habe. Hör doch auf. Dahin. Dahin. Dann machen wir hier auch nochmal eine Umstiegsmöglichkeit. Können wir weiter hinten machen. Hier. Dann fährt die hier durch und hält. Ne, warte, hält da nochmal hier. Und ist dann wieder da. Top. Andere Richtung. 1, 2. 3. 4, 5, 6. Und check. Na, ich glaube, die muss jetzt keine Schiene sein. Ändern wir. Ändern tun wir das am besten mit der. Oh Mann, ey. Ja, da sind wir doch. Und wo wir schon mal da sind, aber nur weil ich das gesehen habe, ändern wir mal ganz kurz die Kreuzungen so, wie die eigentlich sein müssen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man darauf achtet, dann hat man auch viel, viel weniger Stau. Weil dann die Spuren einfach viel besser benutzt werden. Das ist denen in unseren Städten erst sehr, sehr spät eingefallen, dass man sowas machen kann. Also wirklich. Dass man separate Abbiegespuren schafft und sowas.
So. Aber ist ja logisch, ne, dass das einen besseren Verkehrsflow gibt, wenn man zwei Spuren hat, dass man eine Spur für geradeaus nimmt und eine für links zum Beispiel. Wo hatten wir sie hier? Früher, ich erzähle immer von einer Kreuzung, die war in Frohnhausen, da hatte man auf der linken Seite links und geradeaus und rechts hatte man nur geradeaus. Und hier haben sich dann immer Autos hingestellt auf die Geradeausspur, weil die nicht geblinkt haben und haben dann an der Position angefangen zu blinken. Und ich stand dann dahinter und wollte geradeaus. Und jetzt sind sie hergegangen, haben wirklich einmal links, einmal geradeaus. Viel besserer Verkehrsfluss. Läuft alles an der Stelle. Richtig schön eigentlich. So, wo wir richtig schön sind. Oh doch, Modern City Center ist aktiviert. Nur nicht für die neuen Gebäude, sehe ich gerade. Sorry, Leute. Maschinengewehr. So. Oh, zu gut. Hier, achte drauf. Eine große Front. Und das ist Modern City Center. Jetzt fehlt es hier an Strom. Geil, Peter. Bin stolz auf dich, warte. Ja, was machen wir denn jetzt da wieder hin? Oh Mann, der Peter wieder. Machen wir einmal so vielleicht? Reicht das? Oh lol, alle abgerissenen Häuser haben sich in ein Auto gepflanzt und fahren jetzt weg. Cool. So. Einfach top. Okay, machen wir bis hier. Andere Seite auch noch. Das sah aber auch schön aus, muss man sagen, ne? War jetzt nicht einfach so hingekackt. Das war schon geil. Und ich habe das, ich habe das extra gemacht, weil ja mit den Parks, Plazas and Promenades DLC kam ja noch ein DLC mit rein, so ein Content Creator Pack. Passiert halt immer. Ich glaube mit Century oder so. Und das ist halt auch so, dass das distriktmäßig ablaufen kann. Und das würde ich dann da auch ganz gerne machen. So. Mit Schulen und so ein Kram, das machen wir später alles rein. So, Wohngebiete machen wir hierhin. So. Ich meine, ganz im Ernst so, da wo Straßenbahn herfahren, da ist ja auch meist jetzt kein, da ist ja auch ein relativ dicht besiedeltes Gebiet. Also ich kenne jetzt keinen Ort bei uns in der Stadt, wo eine Straßenbahn durchfährt, wo einfach keiner wohnt gefühlt oder nur kleine Häuser sind. Deswegen passt das mit der Ausrichtung hier eigentlich schon ganz gut, so von der Größe her. Und ich mache mal ein bisschen schneller. So, die sind soweit fertig. Ist soweit durch. Hier machen wir nochmal einen Gang hin, glaube ich, weil da einmal ein Zebrastreifen ist. Passt einfach zu gut dahin. Warte, lohnt das hier vielleicht? Peter asphaltiert wieder alles. So, warte. Bin noch nicht fertig. Wartet kurz. Oh, ich glaube, hier kriegen wir keinen sauberen Schnitt hin, leider. Ach Mann, das ist gemein. Kein sauberer Schnitt.
Baumpinsel, wo bist du? Da ist er. Wir nehmen wieder die. Da auch ein paar Bäume rein. Hier zwischen. Also man muss wirklich zwingend viele Bäume von Hand setzen, weil manche wollen sich einfach nicht in so kleine Lücken setzen, ne? Habe ich oft im Stream immer gemacht. So. Kleiner Wald, da ist auch alles gut. Hier sowieso, da waren wir schon. Hier noch. Die Monokultur, ne? Ja, da kommen die Häuser. Endlich, das Multimedia-Zentrum. Ja, okay, das lassen wir. Hier haben wir noch einiges vor uns. Wir können jetzt hier noch ein paar Gewerbegebiete hinmachen. Dann nehmen wir auch nochmal die letzte Reihe weg, ähnlich wie auf der anderen Seite. Dann machen wir hier wahrscheinlich ein paar Wohngebiete rein. Das sind keine Wohngebiete, Peter. Ein paar Wohngebiete rein. Das ist noch nicht unterteilt, das muss so bleiben. Hier wäre auf jeden Fall noch geil. Hier muss, glaube ich, auch noch eine Bahn hin, oder? Ah, ne, da fährt sie. Hier muss keine Bahn hin, hier ist schon eine. Müssen nur mal gucken, wie viel Andrang die haben, die Bahn. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder? Weißt du, machst du eine Straße, muss er alles umrechnen. Da auch wieder. Oh Mann, ey. So, komm mal mit. Hier wieder dran. Ausgezeichnet. Hier fehlt es, glaube ich, auch noch an dem Park, oder? Hier ein Grillpark. Oh, das sieht immer so geil aus auf den Bildern. So einfach so voll geiles Schneegebiet und dann machst du hier so einen Grillpark hin, ne? Aber hier passt er auch super rein. Warum kann man die Sets nicht nehmen, wenn kein Schnee ist? Grillen bitte an den nur dafür ausgezeichneten Flächen. Vorgezeichneten? Ausgezeichnet auf jeden Fall. Ah ja, wir haben maximalen Zugang auf dem Autobahnkreuz hier. Wir brauchen auf jeden Fall hier noch irgendwas Abfahrtmäßiges. Hier noch eine geile Abfahrt hinsetzen, vielleicht höher gelegt, Kreisverkehr oder nochmal so ein Kleeblatt, was man zum Abfahren nehmen kann. Oder sowas, das ist unterirdisch, ne? Oh, auf dem Ding hier, ne, da kann man nicht gut rausfahren, ärgerlich. Ja, wir machen jetzt aber mal eins. Ja, hübsch, warte. Da kommt so ein Kreis hin. Vielleicht sollten wir erst den Kreis bauen, bevor wir da jetzt nochmal das hier so stylen. Könnte man machen. Also da muss auf jeden Fall eine Abfahrt hin. Aber ich wollte noch eins gucken, bevor wir jetzt hier gleich wieder keine Zeit haben. Es gibt doch nämlich unser Partygebiet. Kann ich jetzt verbessern? Bandbeliebtheit bei mindestens 70. Wir sind bei 55. Vielleicht sollten wir die Preise reduzieren. Und das Sicherheitsbudget ein bisschen hochsetzen. Plus 5, minus 1. So. Und eine Werbekampagne aktiv. 9000 die Woche am Arsch. Premium-Studio, 3000 die Woche. Das kann man machen, oder? Das ist klasse. Warte, na, ich will jetzt das Gebäude anklicken. Besucher letzte Woche. Touristen letzte Woche. Ja, läuft. Fußballspiel war hier.
Also unsere Mannschaft ist wirklich der Wahnsinn, ne? Ich glaube, ohne diese Mannschaft wäre unsere Stadt schon lange pleite. Glaube ich. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Haut da rein. Tschüss.